Homer will nun auf die Schnelle Eier kochen in der Mikrowelle und will bald Ostern feiern mit vielen bunten Ostereiern. Doch Bart war so verfroren und hat die Eier vorher eingefroren. In der Mikrowelle nichts passiert und auch kein Ei explodiert, sind diese doch jetzt knochenhart, tiefgefroren und nicht zart. Das hätte Marge nicht gedacht, was da Bart und Homer macht. Endlich sind die Eier hart gekocht und fest, wenn man sie lange genug in der Mikrowelle lässt, und werden auch gleich angemalt, damit jedes Ei bunt erstrahlt. Was Bart jetzt lustig fand, wird doch die Farbe danach eingebrannt, damit die Farbe besser hält, was Homer ja nun gefällt. In der Mikrowelle bei 700 Watt findet das dann wieder statt. Um ganz sicher zu gehen, will Homer die Eier nach dem Waschen sehen. Und wie soll es denn anders sein, die bunten Eier kommen in die Waschmaschine rein. Doch siehe da mal einer an, was man nicht verstehen kann, ist von den nicht eingebrannten Eiern vor lauter Schreck die ganze bunte Farbe weg. Wie man schon vermuten tut, die Eier mit der eingebrannten Farbe sind noch gut und lassen sich nicht sauber waschen. Nun kann Homer weiße und bunte Eier naschen.